Da bin ich natürlich der überstolze Captain. Es gibt ja nichts Schönes, wenn man selber nicht mehr spielen kann, Teil eines Teams zu sein, das erfolgreich ist, wo alles gibt. Und das Team hat ja schon einiges Erfolg können feiern. Und es ist zwar nicht ganz richtig, dass ich da zuvorderst weg bin. Eigentlich müsste ich an hinterster Position sein. Aber zwischen ihnen kann man sich so etwas gönnen. Da war ich noch jung und etwas hübscher. Damals hat man offensichtlich die Shorts um einiges noch enger und vor allem um einiges kürzer getragen. Ob es jemals wieder in Mode kommt, wer weiß. Der erste Titel überhaupt in Wimbledon. Er war zwar bei den Junioren, also glaube ich, in meiner Karriere von dort her kein wichtiger. Ich glaube, dass ich dort rein vom Glücksgefühl her nach einem Matchball, das wahrscheinlich am intensivsten erlebt habe, einfach in Wimbledon einen Titel zu gewinnen, ist so unvorstellbar und so ein Jugendtraum, seit ich vielleicht etwa 6 oder 7 bin, dass das verwirkliche Emotionen ausgelöst hat, die ich in dieser Form anschliessend fast nie mehr hatte, wie es nachher eher zu erwarten war eigentlich. Obwohl vielleicht nachher andere Sachen wichtiger waren. Ja, ich glaube, in solchen Moment ist es wichtig, dass man weiss, dass es eigentlich nicht mehr gegangen ist, dass jeder absolut alles gegeben hat, um eine Runde weiterzukommen. Und dann, glaube ich, ist es auch okay. Und wenn man so ein Teamgefüge hat, wie wir das dort hatten, ist eigentlich geteilter Schmerz nur halber Schmerz. Und in dem Moment, klar, sind alle down, aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, trotzdem alle einen gewissen Stolz gehabt, wie wir uns dort verkauft haben. Ja, also eben, in dieser Woche bin ich einmal Frau, wie ich schon gesagt habe. Wie man das immer will, interpretieren will. Und ich muss sagen, es ist offensichtlich ein bisschen zur Tradition geworden, das mit den Fingernägeln. Irgendwo passt es auch zu dem Team, wie es tut sich jeder integrieren, eben einer für alle, alle für einen, ist unser Slogan. Und da sich die Frauen Schweizer Kreuzchen malen, bevor sie rauslaufen und also quasi niemand ohne irgendeine Farbe dort ist, gehört es einfach dazu, dass wir da mitmachen. Ich weiß nicht, welcher Moment das ist, aber es ist ja so, dass das höchstwahrscheinlich in Basel ist. Das kenne ich am Kameramann. Und wir haben schon 2, 3 interessante Interviews geführt haben, zusammen. Wo noch mit anderen gelaufen ist, wo wir nicht gewusst haben, was genau angeht. So quasi wie vorkommen wie ein Gespräch am Stammtisch. Und es sieht so, wie ich da am Grinsen bin. Und er sieht dann auch aus, dass wahrscheinlich seine Antwort nicht die seriöseste ist, aber höchstwahrscheinlich eine, die passt.